Grüß Gott, mein Name ist Gerd Strasser, ich bin Geschäftsführer der Firma Hagenauer und Denk. Was ich hier in Händen halte, ist unser Stahltex Polyesterband. Ein Umreifungsband, wie der Name sagt, hart wie Stahl, weich wie Textil. Mit diesem Band, zum Beispiel in der Breite 16 mm, erzielen Sie eine Reißkraft, die um 20% höher liegt als bei vergleichbaren Stahlbändern. Sie haben aber gleichzeitig ein Band, was weich wie Textil ist. Das heißt, Sie verletzen sich nicht, es rostet nichts, Sie schneiden sich weder die Ware kaputt noch in die Finger hinein. Und auch der Kunde, der das Band von der Umreifung von seinem Packgut wieder löst, hat keine Probleme damit. Von der Entsorgung her kann es dem einfachen Hausmüll zugeführt werden. Damit die Arbeit des Einfädelns oder des Umreifens noch leichter wird, gibt es die sogenannte Palettennadel. Mit dieser kann ich in Zwischenräume hinein oder unter Paletten hindurch das Band sehr leicht durchfädeln. Dazu nehme ich den Bandanfang und stecke den Bandanfang einfach in die dazu vorgesehene Lasche und kann dann zum Beispiel in Zwischenräume hinein oder auch unter Paletten hindurch sehr einfach das Band durchfädeln. Das System funktioniert mit dem Band und einer Klemme. Ich zeige Ihnen kurz, wie das geht. Das Band wird in die Klemme eingefädelt. Dazu muss diese Klemme mit ihren beiden Klemmenenden nach oben und nach rechts zeigen, von meiner Position aus gesehen. Das heißt, Sie führen das Band durch die Mitte der Klemme und legen es nach dem Gürtelprinzip ganz einfach mit einer Schlaufe um das eine Klemmenende. Dann legen Sie das Band um Ihr Packgut herum, bilden eine Schlaufe mit dem Band, was ja zur Rolle zurückführt, und legen das Band um das zweite Klemmenende. Und wenn Sie jetzt festziehen, können Sie eigentlich hier schon eine extrem hohe Spannung erzeugen durch diesen selbstschließenden Mechanismus der Klemme. Das heißt, unser Spanngerät hat eigentlich eine Umreifung, die jetzt in der Breite 16 mm schon 790 kg Reißfestigkeit besitzt. Das heißt, hier könnte man fast ein Auto damit abschleppen. Wenn man richtig Zug auf das Band bringen möchte, wenn man Produkte sichern möchte, Holz, Metall, Stahlteile, alles was auf Paletten gesichert werden muss, was groß, schwer und sperrig ist, nimmt man auch den Spanner zur Hand. Der Spanner wird angesetzt. Ich gehe mit dem Band durch das Messer, durch die Ratsche und kann hier also richtig Spannung rausholen. Um den Spanner zu lösen, drücke ich einmal oben drauf. Das Bandende wird abgeschnitten und dann habe ich eine fertige Umreifung. Damit ist es auch das schnellste Umreifungssystem, was sich auf dem Markt befindet, weil ich muss ohne Hülse, ohne Kerbverschluss, ohne weitere Instrumente, kann ich einfach mit Band, Klemme und einem einfachen Spanngerät dieses System bedienen. Das Statex Umreifungssystem ist das einzige System auf dem Markt, was sich nachspannen lässt und bei dem Band und Klemme wiederverwendet werden können. Und wie das funktioniert, zeige ich Ihnen. Wie zuvor fädeln Sie das Band durch die Klemmenmitte ein und legen den Bandanfang in die eine Nase. Gehen damit um Ihr Packgut herum, bilden am anderen Ende eine Schlaufe und legen das Band um das andere Klemmenende. Somit können Sie schon mal festziehen und dann den Spanner ansetzen. Den Spanner setze ich jetzt nicht wie zuvor so an, dass ich mit dem Band durch das Messer fahre, sondern Sie legen das Band über das Messer nur in die Ratsche hinein. Dann können Sie das Band auf die gewünschte Spannung bringen. Und wenn ich jetzt den Spanner löse, wird das Band nicht abgeschnitten, sondern Sie können dann beliebig individuell das Band auch etwas länger lassen. Somit habe ich ein längeres Bandende als vorher. Und dieses längere Bandende erlaubt mir nun, den Spanner nochmals anzusetzen, um nachzuspannen. Wenn Holz schrumpft, Teile verrutscht sind während des Transports oder bei der Lagerung, kann ich einfach den Spanner ansetzen und neu das Band verspannen. Oder aber, wenn ich nicht so eine schöne Oberfläche habe, wie jetzt hier demonstriert, kann ich den Spanner auch an einer Palettenkante ansetzen. Dazu lege ich das Band einfach in die Ratsche hinein, setze den Spanner an und kann also hier nochmal etwas mehr Spannung rausholen. Wenn ich das Band wieder lösen möchte, wenn ich beispielsweise auf die Baustelle fahre, Gerüstteile gebunden habe, die ich öffnen möchte und das Band wieder mit nach Hause nehmen möchte, um es erneut zu verwenden, fahre ich mit dem Bandanfang einfach unter der Klemme hindurch, lege das Band unter die Klemme und mit einem kräftigen Ruck kann ich Band und Klemme wieder öffnen und kann beide Teile wieder verwenden.